Willkommen zu Teil 2. Ja, nach einer kurzen Pause kommen wir zurück und lassen die politischen Themen stecken und stecken immer noch in der Verbandsliga fest. Hatten wir uns da, glaube ich, darauf geeinigt, dass Rot-Schwarz wahrscheinlich relativ konkurrenzlos Konkurrent, wolltest ja. du noch wissen. Ja. Konkurrenzlos, Meisterwert. Ich sage ja noch, dass die WIG ja, durchaus einen guten Fußball spielen konnte. Man auch gestern wieder sehen. Ist noch dabei, finde ich das auch immer eine sehr, sehr gute Truppe. So. Schneiden jedes Jahr irgendwie gut ab, ne? Ja. Haben aber auch immer noch mal so einen kleinen Knick zwischendurch, ne? Ich weiß nicht. Spielen gefühlt auch schon seit 10 Jahren mit der gleichen Mannschaft zusammen, oder nicht? Ja. Ja, also stimmt. Jedes Jahr irgendwie nochmal ein, zwei Neuzugänge, aber ansonsten sind die so auch gefühlt. Frank Knocke ist, glaube ich, auch schon seit 30 Jahren der Liga-Trainer und dann die Mannschaft seit 10 Jahren die gleiche, also so ungefähr. Und man weiß eigentlich immer, was sie machen und trotzdem, das Gleiche sagt man übrigens über Union Berlin im Moment. Ja, man weiß, was die machen und trotzdem holen die ihre Punkte. Genau. Aber so Flintbeck zum Beispiel hätte ich auch dazu gezählt, aber die haben ja echt Verletzungspech ohne Ende. Ne? Ist also das so? Da fehlen so viele Spieler aktuell. Ich glaube, über 10 Spieler fehlen denen. Oh was? Ne? Längerfristig. Und sonst, letzte Saison auch nicht schlecht gewesen. Hätte ich sonst auch so wie Wieg eigentlich eingeschätzt. Aber dadurch, dass so viele gute Kräfte fehlen, wird es schwer. Wusste ich bisher nicht. Also fehlen da wichtige Spieler? Ja, oder? Ja. Und beim VfB, wie viele sind es da momentan? 5 Langzeitverletzte, dann sind ja noch die komplette Innenverteidigung dazugekommen mit Dustin Marquardt und Marek und die Pagelbrüder, Jonas Bese. Bese spielt auch noch bei VfB, ja siehst du, den habe ich schon länger nicht mehr. Ja. Da. Ja, aber das sind schon Stammspieler aus meiner Sicht, die da einfach fehlen. Ne? Ja, das denke ich auch. Ja, vorne sind sie halt gut besetzt, ne? Da haben sie genügend Optionen auch momentan noch. Ja, wobei da auch 2 im Langzeiturlaub sind, die zwar aus dem zweiten Glied kommen, aber immer noch mal für 30 oder 45 Minuten Dampf gemacht haben, die auch nicht da sind, auch Ende September, Anfang Oktober ist wiederkommen. Ja, also von daher, einer ist ja jetzt schon von mir mit hoch, um die Abwehr ein bisschen zu verstärken. Wir sind zwar in der Verbandsliga Ost, aber ich lenke mal zu einem Verein rüber. Habt ihr auch Nordhorf in der Landesliga dieses Jahr erwartet, also dass die letztes Jahr aufsteigen? Und dann, also ich war total überrascht, dass die nachher nicht Meister der Verbandsliga geworden sind. Oder? Oder habt ihr da nicht so das nicht so verfolgt? Nur was man liest. Also ich fand die sackstark und die haben ja jetzt auch einige Spieler, glaube ich, an Bordesholm und keine Ahnung wen verloren. Also dieses Jahr werden sie dann wohl keine Chance haben. Aber da war ich sehr überrascht, dass die es nicht geschafft haben. Ich glaube, die waren schon eine gute Truppe. Ja, also, fand ich richtig gut, habe ich mal in einigen Spielen gesehen. Aber gut, bleiben wir in unserer, eurer Region. Was mit Schönkirchen? Die spielen auch, euer Verbandsliga Ost. Und kommen Samstag auf die Wiese. Die sind Samstag auf der Waldwiese, ja, das ist richtig. Und tatsächlich ohne mich. Echt? Ja, wäre ich gerne natürlich dabei gewesen bei so vielen. Kann ich dir helfen? Soll ich was machen? Also, mein Co-Trainer sucht sich einen Co-Trainer. Was kannst du denn so anbieten? Motivieren. Und Wintertraining am Strand, weißt du doch. Ne? aber du kommst einfach mal mit in die Kabine und dann erzählst du dem ein bisschen was über VfB. Oh, ja. Auf gar keinen Fall. Ja, da wäre ich gerne dabei gewesen, weil ist sicherlich so eins von den, für mich so eins von den 2 bewegendsten Spielen gegen VfB oder gegen Rot-Schwarz, weil man natürlich da viele Leute kennt, wobei du ja gerade aufgezählt hast, dass viele, die ich kenne, verletzt sind und gar nicht mitspielen. Aber natürlich war ich auch deshalb letztes Wochenende in der WIG, um da nochmal ein bisschen Bericht erstatten zu können, worauf wir da eventuell achten müssen, worauf nicht. Und wird sicherlich ein spannendes Spiel. Also kann ich mir recht ausgeglichen vorstellen. Aber auf der Waldwiese zu spielen, ist immer unangenehm. Ja. Und ansonsten, was mit Schönkirchen ist, der Saisonstart hätte durchaus besser ausfallen können. Ne? Wir haben ein bisschen, wenn du in der Wieg schon gegen so eine starke Mannschaft 2-0 führst, dann willst du am Ende auch was mitnehmen. Ne? Ja. Das tat schon weh. Aber jetzt zuletzt gegen Intertürk haben wir halt
echt, wir haben ein bisschen was umgestellt und das hat sehr gut gefruchtet. Ja. Und da war Tim Spiergart ist auch da. Ich glaube, sein Buch ist voll. Wir haben heute telefoniert. Nach 60 Minuten ist er gegangen. Informiert. Ich glaube, das Buch war voll. Ja. Und insofern gucken wir mal, was er daraus lesen konnte und ob er uns für gut erachtet hat oder Intertürk eher für schwach. Er kennt dich ja auch ein bisschen oberflächlich, ne? Ja, mag sein. Habe ich mal von gehört. Ja, wie gesagt, schade, aber wird bestimmt ein spannendes, interessantes Spiel. Ja, gehen wir mal eine Liga höher, wo beide angesprochenen Mannschaften gerade dann wohl nichts mit zu tun haben werden. Und da habe ich am Wochenende Altenholz gegen Halkendorf gesehen. Das sind dann ja wahrscheinlich die Vereine, wo du am meisten zu sagen kannst. Vielleicht, ja. Altenholz hat seine ersten Punkte geholt und das hochverdient. Sehr mutig angelaufen, gutes Angriffspressing gespielt, kam Halkendorf gar nicht mit zurecht. Hat mich gewundert, nachdem der Saisonstart ja echt schwach und holprig war, verhältnismäßig für einen Oberliga-Absteiger. Und dann auf einmal so eine selbstbewusste Leistung gegen Halkendorf. Hast du schon was gesehen von den Spielen? Also das Spiel persönlich konnte ich jetzt leider nicht sehen. Wäre ich natürlich gerne hingefahren, hatte aber einen anderen privaten Termin. Insofern, ja, also mich hat es jetzt nicht gewundert. Also wenn mich jemand vorher gefragt hätte, was ich tippe, hätte ich schon auf den Sieg für Altenholz getippt, weil ich eben halt um die Stärke weiß, wenn du dann die Spieler da siehst. Ja, scheinen ja jetzt dann auch in Tritt gekommen zu sein. Ne? Also sind natürlich mit einem neuen Trainer da, mit Freddy. Der dein Co-Trainer war? Der mein Co-Trainer war, der das dann jetzt da weiterführt. Ja, kann ich jetzt wenig zu sagen, weil ich Spiel nicht gesehen habe. Nee, aber allgemein zu Altenholz, was denkst du, was ist da, müssen die bangen oder was ist da diese Saison drin? Also bangen müssen sie, glaube ich, nicht. Der Kader, das haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, zwischen 1 und 2. Die Kadergrößen sind ja jetzt überschaubar, möchte man nennen. Und ja, wenn da das Verletzungspech ausbleibt, das, was wir ja sonst letzte Saison hatten, und man mit der Truppe so durchspielt, dann werden sie mit Sicherheit im oberen Drittel zu finden sein. Da gehe ich von aus, von der Spielstärke her. Ne? Und Halkendorf? Naja, Halkendorf hat ja auch einen sehr kleinen und sehr dünnen Kader. Schwierig, sehr schwer einzuschätzen. Ich finde, um da auch nochmal ganz kurz vielleicht nochmal einen Satz zur Verbandsliga, die ist ja auch sehr ausgeglichen. Ich finde da, wenn du da zum Spiel gehst und du da deine Paarung siehst, steht es nicht immer unbedingt fest, wer das Spiel gewinnt, weil da so viel möglich ist. Da kann irgendwie jeder jeden schlagen. Das sehe ich in dieser Saison tatsächlich in der Verbandsliga auch so, dass es deutlich ausgeglichener ist als letzte Saison, aber Rot-Schwarz schwebt halt über den Dingen so. Also aus meiner Sicht. Vom Papier her ja, wird sich zeigen, ne? Glaube ich auch, aber ähnlich ist das ja in der Landesliga auch. Ja, VfR Neumünster versucht ja nun auch schon mehrere Jahre anzugreifen, haben jetzt aktuell, glaube ich, tatsächlich den Platz an der Sonne. Und ja, aber ja, die haben gerade das Derby gewonnen. Kochen aber auch nur mit Wasser, also sind auch schlagbar. Ne? Also insofern, ich wünsche Halkendorf, dass sie da im Mittelfeld sich entwickeln können, ne? Weil Necho hat auch einen Spielplan, den er auch unbedingt durchsetzen muss, meiner Meinung nach. Der da ist? Ja, sie versuchen jetzt. Ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber sie versuchen zumindest jetzt mal Fußball zu spielen. Ja, einen gescheiten Spielaufbau, versuchen dann den Ball über die Linien zu bringen und nicht nur mit langen Bällen zu agieren. Ja, so. Und haben natürlich vorne im Sturm ja, mit Paul Langner, der hat sich jetzt leider verletzt. So wie ich das gehört hatte, den Ellbogen tatsächlich irgendwie gebrochen. Finde ihn meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes, junges Talent, der da im Sturm schon die ein oder andere Duftmarke setzen kann. Ne? Und Jonas Schäfer, der übrigens noch bei Kili auf der Homepage ist, die müsst ihr mal aktualisieren. Oh, muss ich mal Bescheid geben. Ja, ja, also brauchst du jemanden, der Tore schießt, um zu gewinnen. Ne? Also hier 5 Euro ins Phrasenschwein, ja. Aber insofern denke ich, dass Halkendorf da im gesicherten Mittelfeld nachher zu finden sein wird. Ja. Und Favoriten? Ja, also VfR Neumünster
beobachte ich schon länger, so von der Favoritenrolle, ob sie damit klarkommen. Für, im Moment sieht es ja tatsächlich so aus. Und Klausdorf stand für mich lange immer noch oben mit. Und werden sie auch weiterhin sein. Also Dennis Trotzewitz macht da meiner Meinung nach jetzt, glaube ich, tatsächlich auch schon im sechsten Jahr einen sehr guten Job. Ne? Hat seine Mannschaft da geformt. Eine mannschaftliche Geschlossenheit, gute Neuzugänge gekommen. Mit Ola natürlich einen Ausnahmestürmer verloren, der jetzt bei Intertürk spielt. Der hat natürlich da auch ordentlich Buden geknipst. Dafür Kuklinski aus Osterrönfeld bekommen. Mhm. Genau, also ich glaube tatsächlich, dass am Ende Klausdorf oben stehen wird. Und wie ist da so eure Meinung zur Landesliga? Mitte? Also VfR ist schon so für mich der Favorit. VfR Neumünster, sie haben sich gut verstärkt. Erfahrene Spieler nochmal reingebracht, die vielleicht die nötige Ruhe auch mal reinbringen und auch mehr fußballerisch auf dem Platz zu zeigen. Also VfR wollte immer hoch, aber es hat immer irgendwie auch fußballerisch nicht geklappt. Was ich so von außen gesehen habe und in den Spielen gegen uns auch. Und jetzt haben sie aber, wie gesagt, Oberliga-erfahrene Spieler auch damit drin. Die Yashari-Brüder, gut, der eine spielt noch nicht so, hat ja eine langwierige Verletzung gehabt. Arian ist ein sehr guter Bolzer. Über Joshko Njamak braucht man gar nicht reden. Das ist ein super Innenverteidiger mit einer echt guten Spieleröffnung. Und Erdo ist immer Erdo. Halt, er kann Assists vorbereiten, also Tore vorbereiten. Aber auch selber welche machen. Dazu die jungen Spieler, die sie noch geholt haben. Ich glaube schon, dass sie das dieses Jahr packen können. Klausdorf macht mir zu, wie soll ich das sagen, so früh in der Saison überraschende Ergebnisse auch mal. Ne? Ich hatte gedacht, die sind gefestigter und dann mit Tino Kern einen auch sehr erfahrenen Spieler reinbekommen. Bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ansonsten auch vorne mit dabei natürlich. Ich hätte gesagt, so in der Form letztes Jahr, dass sie eigentlich vorne weglaufen. Molfsee überrascht mich auch, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite wiederum nicht, weil sie immer stark anfangen und leider immer stark nachlassen. Ich bin ja selber wohnhaft in Molfsee und ich möchte schon, dass sie auch mal erfolgreicher sind. Und ansonsten Legerdorf, habe ich gedacht, Mensch, neu dazugekommen in die Staffel, immer eigentlich oben dabei und ja, da kann man noch nicht viel sagen. Überraschend, auch, dass sie noch nicht so doll sind. Was sagst du allgemein? Molfsee hat ja auch relativ kurzfristig dann den neuen Trainer gezogen. Rovi musste ja, sag ich mal, die Mannschaft so übernehmen, wie sie da ist. Zeit für Neuzugänge blieb da für ihn ja gar nicht, aber überhaupt, dass sie Rovi aus dem Ärmel gezogen haben quasi, ist ja nicht so einfach, so kurz vor Saisonstart einen vereinslosen Trainer zu finden, der Qualität hat, und ich glaube, das haben sie gefunden, oder? Ja, scheint so, also da scheint jetzt System dahinter zu stecken, war vorher auch bei, ich sag mal, Bruno auch, aber da hat es irgendwie nicht funktioniert, super Kader eigentlich von den Namen her. Und es scheint jetzt dieses Jahr besser zu laufen. Ich hoffe, dass sie das beibehalten und nicht irgendwann wieder stark nachlassen am Ende. Aber mit dem Abstieg werden sie, glaube ich, dieses Jahr nichts zu tun haben. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dafür spielen sie auch dieses Jahr besser. Ja. Also sie spielen ja Fußball. Genau. Hast du auch eine Meinung zur Landesliga oder hast du das nicht so verfolgt? Ich verfolge eigentlich grundsätzlich alles. Ja. Bin natürlich da nicht so tief drin, das ist klar. Aber im Endeffekt kann ich nur die Meinung so bestätigen, so würde ich das auch sehen. Also normalerweise, wenn man die Tabelle letztes Jahr gesehen hat, unabhängig von euch, fand ich Klausdorf schon sehr überzeugend. Ja. Da würde man gleich sagen, dann dies Jahr halt. Dass da natürlich immer noch mal 1, 2, 3 zukommen, die ähnliche Ziele haben, wo vielleicht auch noch mal ein Euro steckt, wie auch immer. Kann ich nicht beurteilen, aber VfR Neumünster und das Potenzial von Molfsee, wo ich ja nun selber auch 2 Jahre tätig war, ist eigentlich immer da, gerade bei der Jugend, die jetzt auch nicht mehr so stark ist wie noch vor 5 Jahren, ne, wo die A-Jugend auch fast alles hier in Schleswig-Holstein dominiert hat. Aber grundsätzlich ist das Potenzial ja auf jeden Fall da. Aber was ist unten los?
Komet letzter 0 Punkte, Kronzhagen vorletzter 0 Punkte. Ich glaube, Kronzhagen brauchen nur noch ein bisschen Zeit. Ich wollte gerade sagen, ja. Sind das die Mannschaften, die auch am Ende unten stehen, oder wen seht ihr nachher unten und warum stehen die beiden gerade jetzt unten? Komet hat ja auch viele Ausfälle, so viel ich weiß. Ja? Ja. Habe ich auch gehört, viele Ausfälle. Ich glaube, das hängt mit Yannick Aßmann an. Trotzdem. Sie hätten schon ein paar Punkte holen müssen bis jetzt. Also hat nicht geklappt. Keine Ahnung wieso. Eigentlich haben sie ja eine gute Truppe, erfahren auch. Franco Milbrat zum Beispiel ist noch da und auch andere Spieler, die eigentlich erfahren genug sind. Kronzhagen braucht, glaube ich, noch ein bisschen Zeit und ich glaube nicht, dass sie unten bleiben. Sie haben gegen uns im Pokal jetzt gespielt. 4-1, ne? Ja, 4-1 und war gar nicht so schlecht, muss ich sagen, was sie da gemacht haben. Und deswegen, ich glaube nicht, dass sie unten bleiben. Also die kommen noch hoch, aber werden mit der Meisterschaft nichts zu tun haben. Hast du da eine Meinung zu? Eine Meinung habe ich immer. So. Ja, mich überrascht es auch, dass da bei das Komet irgendwann so schlecht steht. Ich habe es nur mitbekommen, sage ich mal, über die sozialen Medien, sage ich jetzt mal, dass ja doch schon der ein oder andere Abgang auch zu verzeichnen war. Ne? Also auch so ein Spieler wie Tino Kern, der da sicherlich auch eine entscheidende Rolle gespielt hat, glaube ich. Wir dürfen Tom Müller nicht vergessen. Wobei man mir signalisiert hat, dass die nicht so böse waren, dass er weg ist. Ja, was auch immer, ist ja egal. Aber das ist, das ist jetzt wertfrei, hat man mir einfach nur gesteckt. Also nüchtern betrachtet würde ich tatsächlich sagen, dass Kubit am Ende auch unten steht. So wie sich es momentan darstellt, ja. Ja. Also ich habe sie in der Vorbereitung gesehen gegen Rot-Schwarz. Also das war nicht mal ein Klassenunterschied, da war Rot-Schwarz eine Klasse besser. Na, gut, ist Vorbereitung, soll man nicht überbewerten, aber gewisse Ansätze sieht man da ja dann schon, finde ich. Puh. Ja, wer kann denn sonst unten landen? Ja, haben wir noch SVT, haben wir noch, ne? Ja, die sind im Moment Zehnter, ne? Aber MTV Hohen West steht für mich momentan überraschend. Die stehen irgendwo im Zentrum, im Mittelfeld. 6 Punkte geholt, ja. Ne? Aber so vom Papier her würde ich die 3 unten sehen dann. Komet, Neumünster, also SVT, Neumünster, Tungendorf. Und Preetz sehe ich 0 unten. Also die spielen die haben letzte Saison so einen geilen Fußball gespielt und ich glaube, das reicht auch für die Landesliga. Ja, glaube ich auch. Und die haben jetzt in Gettorf haben sie 0-0 gespielt, mhm, und sind da mit 11 Mann hingefahren von ihrem 30er Kader auch immer, weil ganz viele Leute, ich weiß nicht, 5 sind auf Malle oder so, mhm, und einige verletzt und die wollten ursprünglich auch das Spiel verlegen, aber Gettorf hat dem nicht stattgegeben und dann haben sie dann 0-0 gespielt und hatten wohl auch in der letzten Minute noch die Riesenchance zum 1-0. Aber dann hat der Torwart einen Alleingang gehalten. So wurde mir das berichtet. Aber ja, also ich hab auch vor der Saison klar gesagt, dass das Klausdorf und VfR sind die absoluten Favoriten. Aber ich habe Eidertal spielen sehen, auch gegen uns. Und also man hatte mit letzter Saison nicht so viel zu tun. Nee, ne? Also es war schon stark. Die waren alle viel mehr unterwegs als zuletzt. Und gut, ich glaube auch, Rovi ist ein Arbeiter, aber ich weiß nicht, ob das zu 100% zur Mannschaft passt, weil ich glaube, also zumindest die Vorgängertrainer sind alle daran gescheitert, wenn sie mit denen wirklich arbeiten wollten. Dass da so mal Sprüche kamen wie, oh Mensch, hier, wir sind schon ein bisschen entspannter und ein bisschen älter und ruhiger, mach mal locker. Und ich glaube, da durfte auch euer jetziger Trainer ist, glaube ich, damals an dieser Mentalität gescheitert. Es ist sehr eingeschworen da auf jeden Fall und die Mannschaft hat schon ein etwas größeres Wort, sag ich mal, oder ein bisschen mehr Gewicht. Wobei viele davon war vielleicht jetzt auch in der zweiten spielen inzwischen, ich weiß es nicht. Ja, stimmt. Ja, dann wandern wir in die, wo lese ich denn, Altenholz am Ende? Hast du jetzt schon einen Tipp gegeben? Altenholz 2? Nee, 1. In der Landesliga. Achso, Altenholz 2. Ich bin mit Altenholz immer noch in der Oberliga. Oder hast du da gesagt 5 bis 10? Hast du das vorhin gesagt? Nee, das kannst du nicht gesagt haben. Wir steigen sie ab. Nein, also
ich wünsche mir sehr, dass das Verletzungspech ausbleibt und dass Altenholz dann auch im gesicherten Mittelfeld sich wiederfindet. Wenn wir denn jetzt bei Altenholz schon sind und bevor wir gleich in die Oberliga hochspringen, erzähl nochmal, du hast erst in Altenholz zugesagt für die jetzige Saison. Ja. Da war alles in trockenen Tüchern, war medial veröffentlicht und so weiter und so fort. Und plötzlich war es so, da haben wir ja auch telefoniert, plötzlich wolltest du nicht mehr, wollte der Verein nicht mehr, ihr wolltet beide nicht mehr, ihr hattet euch aneinander so ein bisschen abgerieben. Ja, mir fehlte gerade das Wort, genau. Erzähl. Ja, es war tatsächlich so, es war eine, also die Verlängerungsgespräche, sage ich mal, fanden ja im Winter, also im Januar üblicherweise, wie es so ist, statt. Und zu dem Zeitpunkt war ja noch alles in Ordnung. Und wir hatten ja auch einen guten Tabellenplatz, hatten sogar noch die Möglichkeit, in die Aufstiegsrunde mit reinzukommen. Dann wäre, wenn wir das geschafft hätten, was ja auch unser gestecktes Ziel war, wäre die Saison definitiv ruhiger und entspannter gelaufen, als sie gelaufen ist. Ja, es war nachher einfach unfassbar aufreibend. Sicherlich auch mit Corona bedingt, sag ich mal. Da musste man so einige Entscheidungen treffen. Weiß nicht, wie das mit den anderen Trainern ging. Aber du musstest halt sehen, ja, kannst du in die Kabine gehen, kannst du nicht in die Kabine gehen, kommst du umgezogen, kommst du nicht umgezogen, kannst du trainieren, kannst du nicht trainieren. Und ich sag mal, ich habe dann schon auch Entscheidungen getroffen, wo ich gesagt habe, komm, wir nutzen das jetzt aus, wir trainieren halt auch mal am Wochenende. Ja, erstmal, also ich als Fußballer habe es immer gerne gemacht im Winter, weil es dann hell ist, wenn du schönes Wetter hast, dann trainierst du nicht immer nur im Dunkeln, sondern kommst auch mal im Hellen. Aber das fand ich, glaube ich, irgendwie nicht so gut. Und ja, denn logischerweise gab es so ein bisschen Querelen mit dem Trainer der Zweiten, das hat man ja sicherlich auch verfolgt. Und das war einfach unfassbar aufreibend, muss ich sagen. Wirklich. Davon habe ich ehrlich gesagt nichts mitgekriegt, also erzähl. Nee, ich will da gar nicht so viel davon erzählen. Es wurde ja irgendwie ein Bericht gemacht und da wurden ja Sachen geschrieben, gesagt, die nicht so 100% der Tatsache entsprechen. Die wurden dann auch wieder gestrichen. Auf jeden Fall kamen wir beide 0,0 miteinander klar, wo dann auch die ganze Kommunikation und auch der Austausch mit der Zweiten echt gelitten hat. Ne? Wo man viel, viel früher hätte eigentlich schon unseren Kader verstärken müssen. Ne? Maldische Novatorische Nova, der dann nachher dazu kam, die dann nochmal in die Bresche gesprungen sind und auch sich da dem Verein zur Verfügung gestellt haben und auch gute Spiele gemacht haben, plus ein paar andere Spieler. Sage ich mal, wenn wir das vorher gemacht hätten, wenn wir vorher agiert hätten, wäre Altenholz nicht abgestiegen. Aber gibt es da nicht die Hierarchie dann, erste, zweite? So sollte das eigentlich sein, das kann ich ruhig sagen, das hat nicht funktioniert in dem Verein zu dem Zeitpunkt. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Wir haben dann ja im Februar oder März, glaube ich, dann auch mit Sebastian Worps, noch damals ein aktiver Spieler, sozusagen in die sportliche Leiterfunktion gemacht, der das meiner Meinung nach überragend macht durch seine Art und Weise und seine Kommunikation, die er da an den Tag legt, ne? Sicherlich auch berufsbedingt, der dann für gewisse Strukturen auch gesorgt hat. So. Und ich wollte eigentlich dann weitermachen, aber der Lauf der Saison, also wir haben dann ja Spiele verloren, da sind ja haarsträubend. Ja, ich erinnere mich an das Spiel in Dornbreite, wo es eigentlich um... Ich muss kurz unterbrechen, nur damit alle wissen, warum wir hier so zum Himmel gucken. Es ist nicht, dass der Regen naht, sondern hier sind irgendwie 100 Krähen und die hatten eben schon einen Bombenangriff auf uns in der Pause und jetzt haben wir ein bisschen Angst. Ja. Aber die biegen ab. Wir sind woanders lang gefahren. Ja, sind woanders lang. Ja, ja. Drüber. Da kommen wir noch ein paar Nachzügler hier. Wir haben das Spiel in Dornbreite verloren, ja, und das war also 8-0, ja, und da ging es eigentlich um Verbleib in der Oberliga, ja oder nein. Also dazu sei gesagt, niemand, es ist jetzt nicht die Welt untergegangen, weil Altenholz abgestiegen ist, ne? Sondern das war von vornherein klar, vom Verein auch, dass man gesagt hat, ja, dann ist das halt so, dann spielen wir halt Landesliga, aber wie die Mannschaft da aufgetreten ist, und da habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, da habe ich dann gesagt, so, da stimmt was nicht.
Du verlierst in so einem Spiel nicht 8-0. Ne? Und dann bin ich eben halt ein Typ, der sich auch selbst hinterfragt. Dann sagt er mal, erreiche ich die Spieler nicht mehr? Habe auch meine Ansprachen umgestellt und alles Mögliche versucht. Hat dann letztendlich nicht gereicht. Und ja, man kann einfach nur sagen, ich habe mich da unfassbar viel abgerieben. Auch mit einem unfassbar hohen Zeitaufwand. Und ja, am Ende des Tages muss man dann irgendwie sagen, mein Gefühl sagte mir so, es ist nicht richtig, wenn du weitermachst, wenn du da nicht zu 100% hinterstehst. Worpser, ich sag mal, der dann die Vereinssicht hatte, ja, wenn die Mannschaft auch nicht mehr so dahinter steht, haben wir uns bei mir getroffen, haben ein Bierchen getrunken in der Gartenbude und haben gesagt so, wir mögen uns, wir verstehen uns, super, aber es ist besser, wenn wir das beenden an der Stelle. So, und so kam das dann, ja. Und warst du danach erleichtert oder warst du traurig? Kann ich gar nicht so sagen, jein. Also ja, irgendwie traurig schon, weil es einfach auch irgendwie Bock gebracht hat. Ist ja so. Und einerseits auch erleichtert, weil es auch unfassbar aufreibend war. So. Also so ein weinendes, ein lachendes. Und hast du noch Kontakt? Ja, eigentlich schon. Also ich hatte mir jetzt fest vorgenommen, da zu dem Spiel Altenholz-Heikendorf, das war natürlich klar, aber ich verfolge das auf jeden Fall auf fußball.de, ist ja klar, ich lese mir die Berichte durch, gucke mir das an, schreibe Freddy hin und wieder mal, mir ist auch nochmal Glück gewünscht und sowas, ja. Aber also das ist halt die andere Seite der Förde, ne? Also der Kontakt ist jetzt, wenn denn, WhatsApp momentan, ja. Gut, klettern wir einen hoch. Altenholz ist einen runtergeklettert, wir klettern jetzt einen hoch in die Oberliga. Fangen wir mal nicht mit Kia an, sondern fangen wir mit Bordesholm an. Wie habt ihr die Trainerposse mitbekommen und empfunden, die dort stattgefunden hat? Wäre ich da jetzt Funktionär, hätte was zu tun. GAU, super GAU. Die Vorbereitung geht los und der Cheftrainer ist nicht mehr da. Ja, und der neu ist. Absagegrund war Fahrkosten, ne? Ja, genau. So. Zu viele Kilometer und... Ja, also das Benzin. Und das per WhatsApp, ne? Per Sprachnachricht. Und kurz vor dem Holstein-Spiel, genau. Wo er das erste Mal, also gegen die Liga von Holstein. Ich habe es auch nur gelesen, mit ein, zwei Leuten gesprochen darüber, die dem Verein oder der Mannschaft auch näher stehen. Und ja, für mich war das unglaublich, dass das so passieren kann. Weil das hat man vorher alles schon geregelt. Und ich sag mal, Wochen oder Monate später kommt man nicht und sagt, die Spritkosten sind zu hoch, die waren auch damals hoch. Ja. Und deswegen, also, ob das dann überhaupt gut gegangen wäre, immer von da nach Bordesholm und ganze Fahrerei und so weiter, vielleicht war das ganz gut für beide Seiten. Aber für mich wäre das ein super GAU gewesen, wäre ich da im Verein. Für mich unverständlich. Jetzt haben sie einen neuen Trainer noch gefunden. Björn hat ja jetzt erstmal weitergemacht. Jetzt ist der nächste dran, hat sein erstes Spiel auch direkt 4-0 gewonnen, jetzt aber 1-0 verloren. Kennt ihr ihn? Ich kenne ihn nicht. Nee, also ich habe ihn jetzt auch nur kurz über Handy kennengelernt, so als wir. Auf dem Erhorst oder wo war er? Ja, genau. Hatte ich gelesen. Ne? Ja, Rammer. Und Florian Rammer. Und machte so am Telefon jetzt einen sehr sympathischen Eindruck. Auch das, glaube ich, was ich davon bei Nordkick von ihm eingespielt habe. Also wirkt sehr sympathisch. Ja. Ich glaube, er macht auch noch irgendwie was beim HSV in der Jugend oder so. Kann das sein? Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Also im Moment hat er ja wohl 7 Tage die Woche Fußball. Also, beziehungsweise jetzt ist seine Geschichte bei VfR Horst beendet. Ja. Aber nee, so vorher kann ich ihn jetzt auch nicht. Aber könnte passen. Also wo man vorher, wo hast du ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet, da hat man gedacht, könnte vielleicht nicht passen. Mhm. Und jetzt könnte passen. Ja, ne? Ja. Habt ihr das auch so weiter mitbekommen, die ganze Geschichte? Gar nicht. Nicht. Ich glaube, die Spieler waren tatsächlich auch froh, dass Björn das weitergemacht hat, ne? Also, das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie Björn mögen und dass Björn ein super Trainer ist. Ja. Und dass sie da echt schon froh waren, dass er das erstmal weitergemacht hat. Und im Hintergrund ist er jetzt auch immer noch dabei. Im Übrigen, da fällt mir ein, ich spanne nochmal den Bogen ganz kurz zurück in die Landesliga. Da gibt es ja jetzt auch einen neuen Trainer, einen Torwarttrainer.
Bei Eidertal? Mhm. Ja. Das ist auch krass, oder? Ja, Sache. Ja. Er ist ja Molfseer. Wie? Er ist Molfseer. Er wohnt aktuell wohnt er in Molfsee. Ja. Aber ursprünglich ja nun nicht. Sicherlich nicht. Also den Verein wird er jetzt ganz neu kennengelernt haben. Nur weil er da 5 Minuten hinradelt oder was? So ungefähr. Was ist Kronholm Finanzmann? Kenneth Kronholm, ist er die? Nee, hat er nicht irgendwas mit. Also ich will jetzt auch nicht sagen, aber US-amerikanische Wurzeln? Ich weiß das nicht. Ich meine auch da aus der Ecke. Kann sein. Ja. Aber ist der. Glaubt ihr, das funktioniert direkt? Nur weil er. Was hat er bei Holstein gespielt? Hat er zweite Liga gespielt oder Regionalliga? Oder? Nein, er hat auch zweite Liga gespielt. Ja. Dritte, ne? Und hat er nicht. Funktioniert das direkt? Kann so einer direkt Torwarttrainer sein oder braucht er eigentlich eine Ausbildung noch dafür? Das weiß ich leider ja eine, das weiß ich ja nicht. Nee. Aber grundsätzlich sage ich immer ja, weil er hat ja sicherlich sein Leben lang Torwarttraining gekriegt. Sicherlich auch von guten Torwarttrainern. Ich bin nur gespannt, ob er nicht tatsächlich irgendwann noch seine Fäustlänge anzieht und sich dann doch noch mal ins Tor stellt. Mit 36? Meinst du? Aber nö, 36, ist er nicht, oder? Ist er verletzt oder? Ich glaube 36. Hat einen Kreuzbandriss, deswegen hat er aufgehört. Das ist ja schon ein bisschen länger her, ne? Oder? Ja, das wird wirklich Hammer. Hat er seine aktive Karriere ja beendet. Also für die Landesliga reicht es ja allemal. Haben Sie die Spielberechtigung schon angefordert, wisst ihr das? Das ist eine Ablösezahl. Ja. Aber ich glaube schon, dass das ein guter Torwarttrainer ist. Also vom Typ her auf jeden Fall. Ja. So. Ja, also ich meine, für die jetzigen Torhüter und für die ganze Mannschaft muss das ja ganz cool sein, sonst der hat schließlich mal hochklassig gespielt. Ich frage mich, ob Rovi da ein bisschen Druck versprüht. Also, dass der dann sagt, Mensch, also ich habe hier so ein bisschen mehr Wissen als du oder so, kann sowas passieren? Glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Der wird sich da auch zurückhalten. Ja, aber so alleine von der Psyche des Trainers selbst her, fühlst du dich da nicht ein bisschen unter Druck gesetzt, wenn auf einmal so ein Drittliga-Profi neben dir steht? Nee, glaube ich nicht. Weißt du nicht? Also ich jetzt zumindest nicht. Ich weiß nicht, aber warum? Erstmal ist er auch nur ein Mensch, zweitens spielt er auch nur Fußball. Ja, er spielt ja kein Fußball, er ist ja Torwart gewesen. Ja, oh. Oh, das lassen wir unseren Torwarttrainer nicht hören. Ne? Das sind alles Torspieler. Ja, Eurer sagt Torspieler. Stimmt. Richtig. Aber ich glaube, die ersten Wochen musst du als Trainer dann schon ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Ich glaube auch. Um zu sagen, so, nun reite ich mal ein und baue mal die Hütchen. Der reitet sich schon von alleine ein, da bin ich fest. Glaube ich auch. Also da gibt es ja nichts im Molfsee. Der macht da ja kein Geld mit. Nee, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass das plötzlich hier so schon Kirchen zu mir hinkommt und sagt, pass mal auf, hier, André Drusen ist ein neuer Co-Trainer, der steht jetzt neben mir. Das ist ja wieder was anderes. Ja, schon mal durchpusten. Kann das Betreuer anfangen. Er kann bei der zweiten. Ja, genau. So, André, pumpst mal die Bälle auf. Nein, aber ich kann mir das echt schon so vorstellen, also dass man sich da ein bisschen unbewusst unter Druck gesetzt fühlt. Also man will doch dann dem auch was beweisen. Man will sich auf jeden Fall ja zeigen, dass man was kann. Ja. Aber ich glaube, ich bin kein Trainer, aber das, was du gesagt hast, ich glaube, ich sag mal, ein guter Trainer, der an sich glaubt, der lässt gar nicht sowas an sich ran, der denkt gar nicht nach, glaube ich. Weil es ist ein Torwarttrainer, das darfst du nicht vergessen. Und du hast andere Aufgaben, er hat andere Aufgaben. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Und wenn er sich tatsächlich nochmal in die Hütte stellt, ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Oder hast beim Training vielleicht noch einen guten, der sich mal reinstellen kann. Das sowieso, das auf jeden Fall. Und ich meine, Tobi Dittmann, ja, ich meine, der hat ja auch bei Holstein gespielt, der spielt jetzt Zweite. Der spielt Zweite, ja. Ja, bestimmt. Na gut, Molfsee hatten wir schon abgehakt, so, wir wollten Oberliga, Bordesholm. Bordesholm hat am ersten Spieltag gegen Kilia verloren, hat eine ordentliche Packung gekriegt. Da war Kilia, denke ich, deutlich überlegen. Aber was kann Bordesholm dieses Jahr erreichen? Im Moment sind sie ja kurz vor knapp. Aber arbeiten die sich auch dieses Jahr wieder hoch? Schwierig. Ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr nicht reicht. Die letzten Jahre haben sie super oben mitgespielt. Die haben sich echt gut entwickelt. Unter Sören sind super Trainer. Sind eigentlich jedes Jahr besser geworden. Und ich glaube, irgendwo sind sie jetzt angekommen, wo es schwieriger wird, den nächsten Schritt zu machen. Und die Oberliga ist für mich dieses Jahr auch noch mal stärker als letztes Jahr. Und auch deswegen, warum? Weil es eine Liga ist und nicht diese Nord und Süd und Aufstieg, Abstiegsrunden und so weiter. Wenn man da so sieht, wer wie viele Punkte auf einmal gesammelt hatte und dann in der Aufstiegsrunde war und in der Abstiegsrunde da unten war. Also deswegen, also jeder gegen jeden.
Und da wird es dieses Jahr schwierig, weil es mehrere Anwärter oben gibt. Und sie hängen da mit dran, aber dran halt. Für mich hängen sie da nur mit dran. Ach so, ich habe dich eben so verstanden, dass sie... Mit schwierig meinte ich nicht, dass es nach unten geht. Ah, alles klar. Ja, gut, ja, das habe ich auch so verstanden. Aber ich habe es verstanden, nein, dass sie... Schwierig, dass sie die, ich sag mal, Ränge, die sie die letzten Jahre immer wieder behauptet haben, Vierter, Fünfter oder sogar Dritter, glaube ich, einmal. Das wird schwierig. Und da ins Halbfinale gekommen. Genau, genau. Und das meinte ich ja. Jedes Jahr immer besser geworden, immer besser. Und ich glaube, dieses Jahr so unter die ersten fünf zu kommen, wird schwierig für sie. Aber denke ich mir, das würde ich auch so sehen, dass sie da im gesicherten Mittelfeld sich bewegen werden. Ja, das sehe ich auch so. Aber denkt ihr nicht, dass die was mit dem Abstieg zu tun haben? Also das glaube ich auf keinen Fall. Und seht ihr Intertürk da drüber oder da drunter? Schwierig. Also aus meiner Sicht hat sich Intertürk ja ganz gut verstärkt auf wirklich guten Positionen, muss man einfach so sagen. Und sie haben sich halt auch gut entwickelt, so von Start letzte Saison zu jetzt. Ich glaube, dass Intertürk vor Bordesholm stehen wird. Glaube ich. Aber das ist. Kann sein. Kann sein, muss aber nicht. Kann doch drunter sein. Aber sie werden ziemlich nah beieinander. Also beide gesichert das Mittelfeld. Ja, für mich auch. Also Inter ist für mich stärker nochmal geworden als letztes Jahr. Letztes Jahr fand ich sie schon gut. Weil sie hatten viel Pech, fand ich. So in den letzten Sekunden. Hast du ja selber miterlebt. Beim Spiel da. Sie haben sehr viele Punkte vorher schon liegen lassen. Ne? Ja, und wäre das nicht passiert, dann wären sie vorher schon in der Aufstiegsrunde eigentlich klar gewesen. Mit einem guten, jungen Trainer, der das gut hinbekommen hat. Ohne als Team das zu machen. Und jetzt Liridon ist für mich auch ein guter Trainer, ein junger, guter Trainer, mit dem ich auch guten Draht und guten Kontakt habe. Und ich glaube, der weiß, was er will. Der hat auch gute Jungs geholt. Vor allen Dingen als Paket aus Eutin, ja. Hat er die geholt oder hat nicht Bülent Schäcker die? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie die das machen. Ich habe das früher immer mit dem Trainer zusammen. Also ne, der Trainer muss ja erstmal sagen, ich will die. Kann ja nicht sagen, ich hole dir den und du machst. Ja, ich habe das Gefühl, das lief da nicht immer. Gut, dann ist es so, dann ist es deren Weg. Ich weiß, aber es war nur mein Gefühl. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Also jetzt bei uns, bei Kilia, wird sowas immer mit dem Trainer Nico abgesprochen. Nico, wenn der sagt, den will ich nicht, dann holt ihn auch keiner. Ne? Und kannst du dir Gründe vorstellen, warum man zum Beispiel als Liga-Manager von Inter zu Kia wechseln könnte? Ja. Wie sind die so? Irgendwann beim Fußball wechselt man den Verein. Muss man. Egal ob als Fußballer oder nicht. Man bleibt auch sonst immer bei dem einen Verein im Amateurfußball. Ich hatte das Gefühl, dass ich eine Veränderung brauche. Ich kann nur ganz kurz und knapp dazu sagen, wo kein Vertrauen ist, habe ich keinen Erfolg. Und das habe ich gemerkt und habe für mich entschieden zu gehen. Vertrauen vom Verein zu dir oder Vertrauen von dir zum Verein? Nein. Vom Verein zu dir? Das Gefühl hatte ich, aber war alles eigentlich im Guten. Ne? Also rechtzeitig mitgeteilt von meiner Seite. Der Verein hat versucht, mich auch zu halten. Aber ich habe mich bei allen bedankt. Mir wurde auch Respekt entgegengebracht und das war alles im Guten. Dass ich dann nach einer kurzen Pause das kribbelte. Ich habe gemerkt, ich bin Fußballverrückter und ich muss was machen. Und Harry und Volker kannten mich, ich kannte die und dann war der Kontakt da. Naja, die haben dich schon meiner Meinung nach ein Jahr früher angesprochen, oder? Ja, gut. Kann sein. Dass also ich glaube, ich stand daneben. Das kann sein. Aber ich habe immer, egal wer was, es war nicht nur ein Volker oder ein Harry, es gab da auch andere Sachen, Interessenten, sage ich mal. Und ich habe immer gesagt, nein, sofort, aber wirklich sofort, nein, und das will ich nicht.
Und irgendwann ist das halt dann so gekommen und ich bin sehr froh, bei Kielia zu sein. Ich mag beide Vereine, ganz ehrlich, weil ich zu viele gute Freunde und gute Zeit hatte, auch bei Inter. Das kann man nicht einfach nach einer Saison sagen, den Verein, ne? Du sagst ja auch, Heikendorf und so weiter zum Beispiel, ist für dich auch so ein Verein, wo du Interesse hast und verfolgst. Und das mache ich auch über Fußball.de, verfolgen, über Leute, über Gespräche. Das verfolgt man, aber man ist Kielianer inzwischen. Bist du Kielianer schon? Ja. Ich bin Kielianer, weil diese intensive Arbeit in dem ersten Jahr in dem Verein durch vor allen Dingen Stadionumbau, neuer Platz und so weiter. Das hat sich so in die Länge gezogen, dass alle Pläne über den Haufen geworfen worden sind. Ne, im Dezember zum Beispiel sollte der Platz fertig sein, waren wir fertig, ich glaube im April. Und jetzt kommst du und musst erste Mannschaft, zweite Mannschaft, dritte Mannschaft, Frauen, A-Jugend, B-Jugend, da habe ich immer die Unterstützung, beziehungsweise mehr bei den Jugendlichen die Jugendobfrau bei uns, Tanja. Gefühlt 500, aber es waren tatsächlich an die 45, 50 Spiele, die wir immer wieder verlegen mussten, weil das nicht geklappt hat. Und da war echt viel zu tun, Kreisfußballverband, SAFV, hin und her. Es war schwierig und das hat aber dazu geführt, dass man noch schneller in dem Verein drin war, die Strukturen kennengelernt hat, selber Ideen hatte, um es noch besser zu machen, als es gerade ist. Und da habe ich gesehen, da ist noch einiges zu machen. Ne? Also wir müssen vieles noch verbessern, aber wir sind auf einem guten Weg und deswegen Regionalliga, absolut nicht möglich aktuell für uns. Da muss ich, es geht nicht nur, da kommt einer und sagt, hier hast du mal, was weiß ich, 300, 400.000, geh mal in die Regionalliga. Das Geld alleine macht es ja nicht. Also der Unterbau muss ja stimmen. Also habt ihr 300, 400.000? Nee. Der Plan muss ja da sein. Das ist das, was ich, ne? Der Plan muss ja schon mal da sein, ne? Also dass ihr vielleicht dann tatsächlich hochgeht, ist ja relativ hoch. Ich weiß das von einigen, die Namen hatte ich ganz zum Anfang genannt, ne? Von einigen Regionalligisten. Unter eigentlich 350, 400.000 brauchst du da gar nicht hochgehen, haben sie mir gesagt. Mhm. So, und da habe ich mich gleich umgedreht, bin gegangen. Und was ist bei Kia jetzt aus deiner Sicht besser oder anders als bei Inter? Warum kann das erfolgreicher werden? Oh, ob das erfolgreicher sein wird, weiß ich heute noch nicht. Weil mit Inter habe ich die Oberliga erreicht, bin im ersten Jahr mit der Mannschaft sind wir Sechser geworden. Im ersten Oberliga-Jahr. Das müssen wir erstmal mit Kielia hinbekommen dieses Jahr. Das wird schwierig genug, weil doch Oberliga eine andere Nummer ist als die Landesliga. Ne? Und was ist besser, was ist schlechter, kann ich eigentlich nach einem Jahr Kielia noch nicht sagen. Bei Kielia muss ich, was ich schon sagte, einiges, was sich bei Inter gesetzt hatte in den Jahren davor, was besser lief, muss jetzt auch bei Kielia zum Beispiel noch strukturiert werden. Aber dafür haben sie eine tolle Anlage jetzt zum Beispiel. Du hast manchmal mehr Möglichkeiten. Du hast zwei Trainingsplätze, Friedrich-Jogge, Goi-Fock-Schule. Das war ja bei Inter richtig schwierig, vor allen Dingen in der Winterzeit mit dem Blaschke-Platz. Sommer war kein Problem, aber im Winter keine Chance. Mhm. Und ansonsten, beide Vereine sind für mich wichtig. Ich bin aber bei Kielia, ich fühle mich als Kielianer, das meine ich nicht nur dahergesagt, sondern ich leide, wenn wir verlieren. Als wir gegen Eichede verloren haben, hättest du mich mal sehen müssen das Wochenende. Oder auch im Pokal gegen Weiche Flensburg oder TSB Flensburg. Irgendwie haben wir es mit den Flensburger Mannschaften im Pokal. Bist du da auch regelmäßig beim Training oder hast du damit nichts zu tun? Ich bin mal ab und zu. Mhm. Also echt, bei Inter war ich viel häufiger beim Training zum Beispiel. Mhm. Bei Kielia bin ich weniger da. Aus welchem Grund, weiß ich nicht. Weil ich vielleicht auch reifer, erfahrener geworden bin mit den Jahren. Ich muss nicht als Ligamanager beim jedem Training dabei sein und zugucken. Das ist Trainergeschichte. Wenn aber der Trainer sagt, Mensch, ich habe da noch was und oder da kommt ein Probespieler oder, bin ich natürlich da und schaue mir das auch an. Und sonst macht man im Hintergrund die Termine und ich habe unheimlich viele Telefonate zu führen.
Ist Liga-Manager bei Kilia ein Ehrenamt? Ein Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung oder ein 450-Euro-Job? Ein Ehrenamt. Ohne Aufwandsentschädigung? Ohne Aufwandsentschädigung. Kapscha, PD 2102, wer ist der beste Spieler beim VfB 2? Oh, da möchte ich ja keinen zu nahe. Kann nur PD 21 sein. Wer ist PD 2102? Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Der ist bestimmt einer. Aber also wir haben einen Neuzugang bekommen, der sehr gut eingeschlagen hat. Ob er jetzt im Moment der Beste ist, sei mal dahingestellt. Der da wäre? Der hat bei Eichholz gespielt. Landesliga ist das, glaube ich, Lübeck. Da ein paar Einsätze in der ersten gehabt, ohne Training, deswegen eigentlich nur zweite gespielt da. So, der studiert hier, ist mit Kollegen zu uns gekommen und ist auch eine kleine Anekdote, die ich gerne jedem erzähle. Wir hat er einen Namen? Der hat auch einen Namen, ja, Torben. wir trainieren in der Vorbereitung auf dem Roten bei uns oben, weil der Grüne gemacht wurde, nicht betreten werden durfte, schon undankbar im Juli, aber gut. So, und das erste Training, wir kicken, was macht der? Voll Honk, der legt sich dann in die Luft, macht einen Fallrückzieher und kloppt den auf den Roten im Winkel. So, da standen wir erstmal alle da und gesagt, okay, der braucht gar nicht weiter Probe spielen. Die ersten sagten schon, der kann meine Position haben. Also der hat schon wirklich gut eingeschlagen. Ob er jetzt zurzeit der Beste ist, dann muss ich zurückrudern auf die Eingangsgespräche, dass wir eben halt nur als Mannschaft funktionieren. Und den habt ihr in der Hafenbraut oder im Zwack verpflichtet? Nee, gar nichts von beiden. Wie gesagt, der kam für ein paar Studentenkollegen. Musste dann aber auch gleich mit in die Hafen brauchen, natürlich. Das ist nämlich auch eine Frage. Oh, muss ich jetzt suchen? Von wem? Weiß ich nicht. Also Hafenbraut oder Zwack? Andersrum die Reihenfolge. Also erst geht es in Zwack und dann, danach geht es in die Hafenbraut. Aber dennoch kann, geht nochmal rein. Ja, runter. Alles klar. Bist du echt, was hast du vorhin gesagt, wie alt du bist? 50. Bist du noch jedes Wochenende unterwegs? Nein. Aber ab und an, oder? 2 bis 3 Mal im Monat, ja. Echt? Ja. Oh. Wenn was anliegt, ja. Und am die ziehe ich mit, ja. Mit der Mannschaft zusammen? Ja. Und am nächsten Tag liegst du dann sauer oder kannst du das ab? Also mir geht es manchmal nicht so gut. Aber ich habe irgendwo so einen Rhythmus. Ich bin auch, also die kommen ja irgendwie nachts um 3, 4 nach Hause. Also bei mir kommt es schon mal vor, dass sie dann vom Zwack um 12, 12:30 runtergehen zur Hafenbraut, wo ich mich dann schon verabschiede. Nein, das muss ich dazu sagen. Also die Zeiten und das Volumen habe ich nicht mehr. Zwack ist der Laden mit DJ Gary? Ja, genau. Ja. Alles klar. dann fragt, das fragt hier euer eigener Account, VfB Kiel 2. Kamm oder Bürste? Muss ich jetzt wieder die Mütze abnehmen? Und wie damals schon, Politur. So, was dein Geheimnis ist, brauchen wir ja nicht weiter diskutieren, das haben wir vorhin schon. Aber hier war vorhin, wahrscheinlich ist es lustig gemeint, deswegen, aber ich verstehe es trotzdem nicht ganz, von Paddy Mu. Paddy Mu? Ja. Bei mir. Welchen sportpsychologischen Hintergrund hat 12 Minuten Warmlaufen? Ausdauer. Also hat nichts mit der Psychologie zu tun. Ich dachte, du hast dem vielleicht irgendeine Scheiße erzählt. Nein. Und wie wirkt sich das auf dein Gesamtkonzept der Belastungssteuerung aus? Nein, also da muss man nicht näher drauf eingehen. Er will wahrscheinlich auch jetzt keine sportlichen Erklärungen von mir haben. Ich weiß, ihn schockt das überhaupt nicht an. Wieso lauft ihr euch vor jedem Training, sagst du immer 12 Minuten Warmlaufen oder wie? Wir machen jedes Training einen 12 Minuten Lauf. Und jetzt, wo wir, behaupte ich, ein bisschen fitter sind, die letzten 3 Minuten mit Tempo. Immer große Runden, 12 Minuten lang. Also ihr macht nicht zu jedem Trainingsbeginn einen Cooper-Test erstmal? Nein. Also es ist das Gleiche. 12 Minuten Lauf. Ja, mit Runden zählen etc. das nicht. Reiner 12 Minuten Lauf. Davon 9 Minuten nach eigenem Tempo und 3 Minuten Volldampf. Das haben wir jetzt so eingeführt, ja. Na gut, das nehme ich dann mal. Kommt nicht bei jedem gut an. Nee? Nein. Warum nicht? Was wünschen die sich? Eher eine Mummel am Fuß. Ja, Eckchen. Ja, ja, Eckchen machen sie von selbst, bevor ich oben das bin. Das macht ja nicht warm. Na? Aber grundsätzlich, alles was mit Ball ist, ist gut. Wobei, ein bisschen Kraft, Ausdauer. Ich hatte tatsächlich in der Vorbereitung mal einen Medizinball mit oben.
erstmal blödes Gucken, bla bla bla. Und dann ja, hat er doch was gebracht. Ne? Wir haben ja jetzt auch, oder wir haben grundsätzlich auch jemanden, der, ja, was heißt Fitnesstraining, aber solche Übungen halt macht, die ich nicht kann. Bin ich auch ganz ehrlich. Das macht der vom, darf ich Werbung machen? Klar. Ja. Das macht der Andreas Fischbach vom Fördepuls am Freiheitsplatz. Und an, ja. Fördepuls. Nein, der macht das schon gut. Und das ist auch so eine Sache, wo die Jungs eigentlich gar keinen Bock drauf haben. Und danach dann aber sagen, ja. War gut. Stabi heißt das, genau. Jetzt komme ich wieder drauf. Ja, gruselig. Sehr schön. Berghand, wer hat das denn gefragt? Wie, also, ach ja, das war der mit, wo ich mir im Namen nichts anfangen konnte. Wie schaut es bei Kia mit Jugendarbeit aus? Ist da, was habt ihr da, bist du da, hast du da überhaupt was mit zu tun? Und habt ja, ihr da klar. Ein Konzept ja. Für die nächsten Jahre irgendwie aufgestellt? Wir sind dabei. Also es geht ja im Jugendbereich nicht von heute auf morgen. Ich habe sehr wenig Jugendarbeit davor selber gehabt. Also mich damit beschäftigt. Ich war ja immer für die Senioren sozusagen zuständig. Und hier haben wir uns tatsächlich dann auch hingesetzt. Jugendobfrau mit mir und auch anderen aus dem Verein. Was kann man besser machen? Was muss man besser machen? Von heute auf morgen Molfsee, Kronshagen können wir nicht werden, Altenholz. Die machen seit Jahren super Jugendarbeit und. Ich muss kurz unterbrechen. Ach, da hinten. Die Rieke zittert. Guck mal, die Rieke zittert. Bambi ist da. Bambi. Das ist, wir reden über Bambis. Zwei. ja. Zwei, ne? Ja. Ja. Ja, ja. Bei uns hinten auch. Natur pur, ja, das Haus auch. Ja, die Vögel, jetzt die Bambis, was kommt da noch? Wir haben auch Füchse bei uns hin. Echt? Ja, haben wir auch. Von einem Wildschwein. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ja, ja. Ein Wildschwein, habe ich gerade gesagt. Ein oh, der kommt mit Dampf hier rein. Das wird ein bisschen anders sein. Ihr habt den Hund vergessen vorhin. Ja, 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 ja. Stimmt. Stimmt, ganz kurz. Er war aber eingespielt. Ja. Der kannte das schon. Ja, entschuldige, Jugendarbeit. Ja, also natürlich wollen wir uns da verbessern. Da gibt es viel, was verbessert werden muss. Wir haben dann angefangen mit den ganz Kleinen, dass das da mit Spaß, Freude und so weiter. Wir haben unsere Trainer haben gesagt, wir müssen alle nach Malente schicken, die müssen lizenziert werden. Nicht immer nur, auch wenn sie das teilweise gut machen, mit Leidenschaft machen, nicht nur immer ein, kennt ihr Vater von einem Spieler und dann geht's los. Die sollen schon wissen, wie sie mit den kleinen Kindern und auch den Jugendlichen arbeiten sollen und müssen. Dass es da Programme gibt und Trainerlehrgänge, wissen wir. Und wir schicken sie dahin. Wir wollen, dass sie alle dementsprechend vorbereitet sind. Sonst können wir keinen Erfolg haben. Wir müssen gute Trainer haben. Und wer das nicht möchte, haben wir gesagt, übergangsweise bleibt ihr dabei. Aber irgendwann muss das passieren, ansonsten gucken wir uns um. Wir sind mit kleinen Schritten auf gutem Wege. Was schön ist, ist mit Leidenschaft machen die Leute ehrenamtlich. Versuchen sie überall mit anzupacken. Da gibt es diese Gruppen, die einer fragt, ich brauche da und da Hilfe. Sofort melden sich vier Leute und sagen, wir helfen damit. Und das ist ein schöner Ansatz für mich, dass ich glaube, dass das auch in den nächsten, ich sag mal, 3 bis 5 Jahren fruchten wird. Dass wir dann auch kleine Erfolge erzielen. Es sind viele, die sich beim Verein neu anmelden. Ich weiß nicht woher, überall höre ich immer dann, dass viele sich abmelden wegen, was weiß ich, ne? Zu Hause Tablets, Spiele, dies, jenes, andere Interessen. Ich kann sagen, bei uns im Jugendbereich haben wir nicht so viele Abgänge, eher Zugänge. Na gut, in dem kleinen Alter gebe ich dir recht, aber es kommt nachher das Alter, wenn wir uns mal in Kiel die A-Jugendmannschaften angucken, da finden wir nicht mehr viele Kieler. Und da ist das Alter, wo sie sich nachher abmelden. Genau. Also wir beim VfB haben ja jetzt auch seit dieser Saison zum ersten Mal wieder 4 Jugendmannschaften, auch von null aus.
Und das ist ein harter Weg, deswegen kann ich dir da absolut folgen. Aber in dem Alter ist es noch relativ einfach. Abbiegen, das ist nachher schwer. Ja. Das ist ja auch das Argument, warum ihr keinen Kunstrasen kriegt, ne? Weil er zu wenig Mannschaften hat. Ganz klar. Ja. Weil da sind andere Mannschaften erstmal dran oder andere Vereine. Und das kann ich auch verstehen. Bist du eher so der Realist oder der Fußballromantiker? Ich bin schon der Realist, aber träumen tue ich auch manchmal. Und was sagt so der Realist Berghand? Du hast ja eben von den nächsten 4-5 Jahren gesprochen. Wenn Volker Röse plötzlich sagt, ey, Weiche Flensburg ist mein neuer Verein oder ich möchte jetzt die Probstar SG fördern oder so, bricht Kia dann zusammen oder steht Kia auf eigenen Beinen oder wie viel Prozent Volker ist in Kia drin? Wie viel Prozent ist schwierig, also es ist viel Volker bei Kia und der Verein würde nicht so wie damals zusammenbrechen. Das sind sie ja tatsächlich nach dem Abstieg. Wir haben der nächste Abstieg und auf einmal war alles am Boden. Und da muss man sagen, ein Hecki, ein Achim Ziller mit Herzblut, den Verein noch am Leben gehalten. Ich glaube, also das kann dann nicht passieren, weil Volker als Vorsitzender das schon gut macht, indem er das plant, was er macht. Und ob er jetzt wegbricht, das weiß man nicht, was übermorgen ist. Morgen ist. Also es gibt ja gar keine Tendenzen, dass er wegbricht. Nur für den Fall, dass es Kia auf eigenen Beinen. Ja, auf eigenen Beinen. Natürlich nicht auf dem Niveau. Das müssen wir natürlich immer dazu sagen. Auf dem Niveau auf keinen Fall. Wenn keiner dazukommt und er bricht weg, er ist es ja in dem Sinne gar nicht. Es ist ja Value. Ne? Und von denen ist er ja nur noch so stiller. Also er hat die Geschäftsführerschaft ja abgegeben. Irgendwas ist da. Ich habe das nicht verstanden, ganz genau wie. Kilia lebt weiter. Kilia ist ein Traditionsverein. Der muss auch weiterleben. Und wir sind auf einem guten Weg. Und wir sorgen schon dafür, dass wenn ein Großer wegbricht, dass der Verein nicht wegbricht. Da sind wir auf einem guten Weg. Kann Kia jemals in die dritte Liga kommen? Oh, das sind jetzt Träume, wirklich. Volker hat es hier in der ersten Folge ausgeschlossen, dass es überhaupt möglich ist, dass ein Kieler Verein außer Holstein in die dritte Liga kommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Die nächsten Jahre auf keinen Fall. Also da müsste eine Sensation passieren. Es ist nun mal Geld, Finanzen. Ohne Geld kommst du nicht hoch. Und Regionalliga ist für mich, wenn du nicht sofort in die dritte versuchst hochzukommen, eine Geldvernichtungsverbrennungsmaschine. Ja. Was soll ich da, wenn ich Fünfter, Sechster bin, im besten Fall, Hunderttausende von Euro verbrannt habe sozusagen? Und nächstes Jahr wieder, ja, machen wir mal weiter. Verstehe ich nicht. Also sprich, wenn ihr irgendwann mal hochkommt in die Regionalliga, dann muss das Ziel sein, in die dritte zu kommen. Was sollst du da sonst machen? Nur um abzusteigen, ein Jahr dabei gewesen zu sein. Aber da wir das nicht können, bleiben wir Oberliga. Naja, ihr würdet es ja nicht ablehnen, wenn ihr Erster werdet, oder? Erster werden heißt ja nicht hochgehen. Nee, musst du noch ein Relegationsspiel gewinnen. Nein, nicht deswegen. Aber ich meine, nee. Du musst ja den Antrag erstmal stellen. Ja, genau. Aber wenn du Sportliches etwas schaffst, dann wirst du es ja wahrscheinlich nicht ablehnen wollen, oder? Musst du ja. Wieso? Weil es jetzt nicht zu stemmen ist? Nein, ist 0,0. Mhm. Nicht drin. Und wie ist der Plan, ab wann es zu stemmen sein soll? Das hängt davon ab, wie sportlich man also erfolgreich ist, die weiteren Jahre und in den Jahren eventuell das Drumherum findet. Also das, wann frühestens? Boah, das ist schwer zu sagen. Im Amateurfußball, weiß ich nicht, in 5 Jahren vielleicht, in 4 Jahren? Mhm. Ich kann es mir nicht vorher vorstellen, weil es doch langwierig ist, da was aufzubauen. Ein Todesfelde, das darfst du nicht vergessen. Ole, wie lange sind Sie jetzt immer Erster, Zweiter? Seit 5-6 Jahren mindestens. Ne? Und erst dieses Jahr haben Sie an der Aufstiegsrunde teilgenommen. Mhm. Ne? Also eine Mannschaft, die immer quasi Meister geworden ist, hat immer gesagt, mach ich nicht, weil es passt nicht. Und dann durch DFB-Pokal
was sie hatten, die erste Runde. Dann haben sie die Sponsoren gefunden und haben gesagt, das kann jetzt passen. Und haben es leider nicht geschafft. Frag mal, warum gilt Altenholz bei der Presse, also ich meine jetzt nicht Nordkick, sondern ich meine die richtige Presse, als langweilig? Warum sagt man, hey, die haben so wenig Klickzahlen, die interessieren uns nicht? Warum ist das so? Eigentlich ist Altenholz doch von außen betrachtet ein seriös geführter Verein, über den es irgendwie nie Scheißschlagzeilen gibt. Warum interessiert die keine Sau? Das habe ich mich auch gefragt. Ist es so? Spürst du, hast du es gespürt? Ja, absolut. Also wir haben ja schon angefangen, auch in den sozialen Medien ein bisschen mehr zu machen. Ne? Das machen jetzt so zwei Spieler, die dann zumindest auch mal Facebook oder Instagram, Facebook ist eh tot, aber dass du dann da Instagram-Posts machst oder wie auch immer, dass da wenigstens mal ein bisschen was passiert. Ne? So, ja, ansonsten, ich kann es dir gar nicht sagen, ist das zu weit außerhalb? Ich weiß es nicht. Also, Bordesholm ist das Gleiche, oder? Ja, aber das ist, was erstaunlich ist, es sind unheimlich wenig Altenholzer-Zuschauer da. Also wenn ich jetzt mal so die Eltern oder Großeltern oder sowas ähnliches ausklammer oder Freunde. Ich habe ja nun auch in meiner aktiven Karriere sehr häufig gegen Altenholz gespielt. Da siehst du keinen von den alten Kickern, die da mal auf dem Sportplatz sind. Ne? Siehst du dann in Heikendorf dann schon mal eher, dass du dann mal so die Spieler, die sich dann da mal treffen, im Fußball, ein Bierchen trinken, da mal gucken. Dann ist es so, dass andere Mannschaften auch gar nicht kommen. Das ist ja eigentlich in den Ligen auch gang und gäbe, dass sowas zumindest auch zu meiner Zeit, dass du als Spieler oder sich mit ein paar Leuten verabredest und sagst, komm, wir gehen da mal gucken, weil gegen den spielen wir als nächstes. Ne? Da kommt also auch wirklich keiner. An den Eintrittsgeldern lädt es definitiv nicht. Ne? Die sind ja jetzt nicht so. Ich glaube, jetzt am Wochenende war auch freier Eintritt, oder war auch eine Hüpfung. Ja, eine Hüpfung haben sie, versuchen es zumindest. Ne? Aber ich sag mal, das Drumherum, so dieses Entertainment, wenn ich das mal sagen darf, ne? Also du musst ja immer so ein Stadionsprecher, das ist ziemlich mau, so die Anlage, da kommt wenig bei rüber. Dann hast du so einen kleinen Verkaufswagen, da gibt sich ja auch Mühe der Wärter, dass man da zumindest mal eine Wurst und Bier kriegt. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir am besten Willen nicht beantworten. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, aber wenn du hast sogar als Interner den Eindruck gehabt, dass es so ist. Ja, absolut. Ja, kurios. Ja, also und auch so aus dem Dorf, ne? Da kommt ja auch kein Mensch. Das, ja, ich weiß nicht, ob die zum Handball gehen oder ob die grundsätzlich da in Altenholz keinen Bock auf Fußball haben. Oder vielleicht wissen die gar nicht, dass Altenholz Fußballverein hat. Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. An alle alten Holzer, ne? Ihr habt einen Fußballverein. Ja, einen könnt ihr auch mal hingehen, die spielen ganz vernünftig, könnt ihr auch mal zu gucken gehen. Ja, das Problem ist über VfB nicht. Ne? Also ich meine, VfB ist für mich, ist ja so Kilia, ne? Also nicht, also ein Traditionsclub. Mhm. Also so zentral gelegen. Mhm. Eigentlich, ich weiß, ein Kumpel von mir hat immer gesagt, dass das, es gibt wenige Vereine, die ihn so interessieren würden. Und gerade diese Traditionsclubs sind, also Sugstoff zählt ja auch dazu, VfB Kiel, die so ein bisschen zentraler gelegen sind, Traditionsclub, nette Anlage haben und so weiter und so fort. Aber ihr seid so ein Wohlfühlverein, Partyverein oder wie würdest du euch so definieren? Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, nachdem ja das wirklich fast alles am Boden war, Schritt für Schritt uns positiv überall wieder ins Gespräch gebracht. Dann kamen sicherlich auch sportliche Erfolge dazu. Die erste hat ja nun die letzten 3, 4, 5 Jahre in der Kreisliga immer oben mitgespielt, bis es dann jetzt letzte Saison endlich geklappt hat. Die zweite lief am Anfang ein bisschen nebenher. Braucht man, mach mal irgendwas, Karpsch. So, dass da jetzt auch noch irgendwo Erfolg zukam, ist ja nicht unbedingt ein Nachteil. Wir sind mit unserer Truppe, das weißt du ja, bei Instagram und so mega aktiv, machen da recht viel. So, dann kommen dann so ein bisschen außergewöhnliche Sponsoren dazu. Ja, und ich glaube, da ist eine gewisse Sympathie dann wieder entstanden. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass wir es geschafft haben, für unsere Verhältnisse erfolgreich zu sein und ohne, dass irgendwelche Großsponsoren
und das finde ich jetzt nicht negativ gegen andere Vereine, absolut nicht, dass wir es irgendwo selbst geschafft haben, dahin zu kommen, ohne große Unterstützer. Viele kleine, und ich glaube, das sind so Sachen, die uns wieder ins Gespräch gebracht haben und auch sympathisch gemacht haben, glaube ich. So, es wird dunkel. Und somit kommen wir nach 2,5 Stunden, ich hoffe, das Video ist nicht ganz so lang. Kommen wir dann zum Abschluss. Wir konnten ja jetzt nicht alle Themen behandeln, die euch wahrscheinlich interessieren oder den Fußball allgemein interessieren. Volkmar, ich fange bei dir an. Was ist dein Schlusswort und was möchtest du noch gerne loswerden am heutigen Abend? Mein Schlusswort, was ich loswerden möchte. Warum fragst du mich immer als erstes? also ich fand es auf jeden Fall eine sehr interessante Runde. Hat mich gefreut, euch einmal kennenzulernen, definitiv. Und das Thema hatten wir ja schon. Ja. immer wieder eine Herausforderung, finde ich, in so einer Talkrunde. Das wollte ich mal loswerden. Finde das sehr ehrenhaft, wie du das aufziehst. Bin da auch großer Verfolger von den Nordkick-Beiträgen und sowas. Ne? Das schaue ich mir schon an. Was will ich loswerden? Also eine ganze Menge, die man noch ansprechen kann, die man als Fußballtrainer heutzutage stemmen muss. Sprengt wahrscheinlich den Rahmen. Dann musst du nochmal wiederkommen. Ich weiß, ich denke, dass viele Trainer das gleiche Problem haben mit Einstellung zum Fußball. Ich habe jetzt mal Kilian mal ausgeklammert, sag ich jetzt mal. Ne? Aber so in dem normalen Fußball, dieses Schachern um Talente, dieses Schachern um Spieler, dann geht der eine von einem Verein, weil er da 30 Euro mehr kriegt und sowas, das kenne ich nicht. Ne? Und da fällt es auch unheimlich schwer, mich mit zu identifizieren. Und meiner Meinung nach wird sich zeigen, wo der Amateurfußball hingeht, in welche Richtung. Das wäre nochmal ein Thema, so, was ich nochmal loswerden würde. Wo man auf jeden Fall nochmal drüber sprechen kann. Dann kommst du am besten zu dieser neuen Show, die ich machen will, zum Stammtisch, zum Fußballstammtisch. Dafür mache ich nochmal Werbung. Es haben sich tatsächlich, ich hätte ja gedacht, es bewirbt sich keiner, aber es haben sich tatsächlich bisher über 10 Leute dafür beworben. Ja, und da können wir genau über solche Themen vielleicht mal so im Fankreis schnacken. Mal gucken, wie wir das auf die Runde kriegen. Zusätzlich mache ich nochmal Werbung für mich selbst. Ich brauche dringend Leute, die mich unterstützen, auf allen Ebenen. Ja, ich brauche jemanden, der montags oder sonntags mal 2 Stunden Zeit hat für Homeoffice und einen, der unter der Woche mal 2 Stunden rausfährt und mal mit dem Handy ein Interview irgendwo bei irgendeinem Verein führt und zusätzlich weiterhin Sponsoren gesucht. Natürlich, sonst kann Nordkick irgendwie auch nicht überleben oder sonst kann ich es in der Form auch nicht weitermachen, weil das ist unmöglich. Bisher ist alles ehrenamtlich und umsonst und meine Freizeit und ich stecke noch mein Spritgeld rein und so weiter und so fort. So, ich wollte jetzt auch die Tränendrüse drücken. Ja, das ist mir gelungen. Thomas, aber es hat sich heute jemand gemeldet und der hatte 3 Sponsoren an der Hand. Mal gucken, ob dabei auch was rumkommt. Thomas, auch dein Schlussplädoyer und wo steht ihr am Saisonende auf welchem Tabellenplatz? Da fangen wir erstmal mit der Runde an, die ich sehr angenehm fand. Und ich habe mich eingangs noch nicht für die Einladung bedankt, weil ich gedacht habe, ich warte das erstmal ab. Nein, habe ich einfach vergessen. Schönen Dank. Habe am Anfang gedacht, wir sind zu weit auseinander von den Oberliga, du überall mal trainiert, sag ich mal. Ich mehr oder weniger in der zweiten Mannschaft von unten. Aber ich habe festgestellt, die Runde passt trotzdem. Man spricht doch irgendwo eine Sprache. Ist nur Fußball. Ja, genau. Ja. Genau. Ja, ich war auch nur ein bisschen nachdenklich am Anfang. Von daher, ansonsten kann ich nur sagen, wo der Amateursport, um da kurz reinzugrätschen, hingeht, weiß man natürlich nicht, gebe ich dir vollkommen recht. Auf jeden Fall muss ich sagen, bevor ich mich am Wochenende, wie ich es früher gemacht habe, vor die Glotze setze und mir da Fußball angucke, gehe ich lieber 3-4 Mal am Wochenende auf irgendeinen Amateursportplatz. Ja, absolut, ja. Schnacken ein bisschen dummes Zeug, man kennt Leute. Ob ich nur neulich bei Intertürk war und mir da was angeguckt habe, wo ich gar nichts mit zu tun habe. Und muss ich sagen, finde ich wesentlich angenehmer. Liegt vielleicht aber auch noch ein bisschen an der Jahreszeit, ob ich im November immer noch so schnack. Muss man mal abwarten. Genau. Regen von vorne kommen. Ja,
Und wo wir am Saisonende stehen, habe ich ja gesagt, wir steigen nicht ab und wenn alles gut läuft, haben wir einen einstelligen Tabellenplatz. Ich versuche gerade parallel, vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze dazu sagen weiter, dann habe ich das gefunden, was ich gerade suche. Ja, okay. Also einstelliger Tabellenplatz nur, also das ist ja sehr weitläufiger Begriff, das kann ja überall sein. Ja, das stimmt allerdings, aber ich bleib dabei, die Kreisliga ist mega ausgeglichen. Wenn man, du hattest mich, glaube ich, auch mal irgendwann gefragt oder angeschrieben oder wie auch immer, oder ich habe mit der Frage gerechnet, wie das Niveau ist. Doch, da so in der Ankündigung hattest du das mit reingeschrieben. Und da habe ich mir schon eine passende Antwort überlegt. Und die passende Antwort ist, glaube ich, in den letzten 30 Jahren war das Niveau irgendwann schon mal höher. Möchte ich mal sagen. Ohne jetzt zu sagen, sie ist schlecht, aber... Deswegen ist sie auch ganz schwer einzuschätzen. Also du hast jetzt die ungleiche Runde aus deiner Sicht angesprochen. Also 37% der User schalten hier deinetwegen ein. Also insofern kannst du ja nicht so viel kannst du hier naja, nicht so bleiben tun. Ja noch 63. Die teilen sich wieder auf. Das ist alles Kilianer. Mein Freund war jetzt 40. Ja. Das habe ich jetzt gerade da. So. So, Berghand. Ja. Dir gilt die gleiche Frage, dein Schlussplädoyer und auf welchem Tabellenplatz steht Kiel am Saisonende und wer wird in der Oberliga Meister? Ja, also mir hat es auch sehr gut gefallen mit euch beiden, war eine gute Runde. Vielen Dank. warte erstmal. Kann ich nicht abwarten, ne? Lass mich doch erstmal hier hingucken. Ne? Also, weil ich Volkmar vom Namen her wusste und natürlich durch meine Tätigkeit in beiden Vereinen immer wieder auch Interesse an Trainern bekunden muss, wusste ich schon so ein bisschen deinen Werdegang von Holstein danach. Thomas, dich habe ich schon ein paar Mal so auf Fußballplätzen gesehen, aber wir kannten uns halt nicht. Nee. Und deswegen hatte ich mich vorher so, na, mal schauen, so wie du auch, ne? Aber super, sympathisch, kann ich auch nur wiedergeben. Und Ole, wir kennen uns seit Jahren. Das ist ja wohl klar, dass ich mich freue, hier heute Abend zu sein. Ja, komisch, mich wolltest du noch nie als Trainer haben. Jetzt muss ich mir Gedanken machen, wenn wir uns seit Jahren kennen. Ich habe gar nicht so viele Trainer eigentlich so gehabt. Es waren nur 4 oder 5 bis jetzt. Alles gut, ich wollte Nein, dich nicht. Gelungener Abend für mich, also sehr schön hier. Ja, und wo wird Kilia die Oberliga beenden? Also ich möchte so weit wie oben, aber wir müssen auch anerkennen, dass es nicht halt die Landesliga ist. Und das merken wir schon auch. Ja, genau. Idee, wie das geht. So, wir hatten eine kleine Akkupause, denn wir machen hier ja alles mit Akku, weil Strom ist ja teuer. Und ja, du warst gerade, glaube ich, dabei Oberliga. Zu sagen, wer in der Oberliga Erster wird und wo Kia landet. Genau, also wir wollen so weit wie möglich oben mitspielen, müssen aber auch anerkennen, dass es wesentlich schwieriger ist dieses Jahr für uns. Wir müssen ankommen, wir sind noch nicht angekommen, noch nicht richtig angekommen. Wir müssen auch ein bisschen Demut zeigen. Ich schätze mal, dass wir unter den ersten 5 Mannschaften landen werden dieses Jahr. Aber genau, also Erster, Zweiter oder so, es wäre vermessen. Ne? So ersten 5 Plätze. Meister ist wie immer Todesfelde, ganz weit oben dabei. Eichhütte ist für mich dieses Jahr ein bisschen schwächer, auch wenn sie uns als einzige Mannschaft bis jetzt geschlagen haben. TSB ist immer zu nennen. Heide als Absteiger aus der Regionalliga sehr stark. Also ich schätze mal, diese 5 bis 6 Mannschaften mit auch uns dabei werden um die Spitze mitspielen. Ja. Gut. Wir haben heute 2 Rehe gesehen, 2 Kitzen, einen vorbeilaufenden Hund. Wir wurden von Vögeln bombardiert. Aber vor allem hatten wir hier eine tolle Talkrunde. Danke an euch alle. Ja, dass ihr hier wart, wir dass ihr so offen geredet habt, dass ihr so viel Zeit hattet. Ich meine, vorhin hat die Sonne geknallt und jetzt sitzen wir hier im Stockdustern, aber ihr könnt uns noch sehen, weil wir Akkulicht auch haben. Also, insofern hat alles wunderbar funktioniert. Es war die erste Talkshow der Saison 22/23. Ich hoffe, es folgen noch ein paar tolle Runde. Ich hoffe, ihr kommt mal wieder, vielleicht auch an den Fußballstammtisch, vielleicht auch im Einzelinterview, was auch immer. Vielen Dank an euch und tschüss da draußen. Kickt mit uns. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.